Mobbing ist strafbar. Falsche Tatsachenbehauptungen sind strafbar. Kevin legt wieder los. Diesmal bin ich auf YouTube. Es gibt keinen toxischen Feminismus. Es gibt nur toxische Männlichkeit. Eine dir völlig unbekannte Frau im Internet, die ihr Leben führt, wie sie will und wie es dir offensichtlich nicht passt. Das war nicht clever. Das war nicht clever. So, anschnallen, Leute, weil ich glaube, heute könnte es wirklich mal wieder sehr schmerzhaft werden. Aber bevor es losgeht, erstmal fette Props an euch alle. Ihr habt den Like-Button beim letzten Video nämlich mal sowas von auseinandergenommen. Also wirklich, Respekt. 10%ige Like-Rate für meine Community scheinbar ein Witz, weshalb ihr euch heute definitiv den nächsten Code verdient habt. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist auch in diesem Video wieder mal ein 50€ Amazon-Gutschein versteckt, also viel Glück. Jo, meine Freunde, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, denn wie ich euch beim letzten Mal mitgeteilt habe, gibt es da aktuell ein bisschen Probleme mit einer Wissenschaftlerin, die sich relativ schlecht über die Altenpflege geäußert hat und die mich jetzt sogar bedroht und mich anzeigen möchte. Das gibt eine Anzeige. Doch worum geht's jetzt eigentlich? Vor einiger Zeit habe ich dieses Video hier veröffentlicht, bei dem ich sie für ihre kritischen Worte gegenüber der Altenpflege kritisiert habe. Denn sie als anerkannte Medizin- und Pflegeethikerin äußerte sich gegenüber der Altenpflege nicht ganz so cool, wie hier zum Beispiel. Ihr wisst schon, dass ich einen Blog habe und dass ich über die ganzen Erfahrungen geschrieben habe. Wisst ihr vermutlich nicht, weil lesen ist das mit den Buchstaben. Das funktioniert ja Altenpflege ganz, ganz schlecht. Das haben wir ja nun mitbekommen. Aber geht's doch einfach googeln. Ja, also wenn googeln nicht mehr klappt und ihr mir gleichzeitig erzählen wollt, was ihr für kluge Leute seid, schwierig. Dabei betonte sie auch immer wieder, wie mächtig sie sei und dass man ihr nichts anhaben könnte und dass sie sogar ihre politischen Kontakte spielen lassen würde. Denn nach eigenen Aussagen hat sie nämlich zur Bundesbevollmächtigten für Pflege, Claudia Moll, einen engen Draht. Ja, und ganz ehrlich, ich habe mich dann gefragt, wie sich denn eine Bundestagsabgeordnete fühlt, wenn sie zur Diffamierung und zur Gängelung von einer ganzen Berufsgruppe instrumentalisiert wird. Ja, liegt ja dann eigentlich nahe, dass man der Bundesregierung diese Frage mal direkt stellt, oder? Also haben wir eine offizielle Anfrage unter anderem an diese besagte Frau Moll gestellt und im Verlauf sogar relativ schnell eine Antwort erhalten. Ja, und ich sag's euch, die Aussagen der Wissenschaftlerin sind diesbezüglich aber mal gar nicht gut gealtert. Das wird auf jeden Fall lustig. Außerdem versucht die Gute gleich mehrere Beweise für ihr eigenes Fehlverhalten verschwinden zu lassen. Aber gut, dass weder das Internet noch meine Festplatte vergesslich sind, weil die ganze Geschichte könnte ja auch noch auf die Füße fallen. Klingt schon wieder sehr eskalativ, oder? Wird's auch. Denn unter anderem schießt sie in ihren Instagram-Posts ständig gegen mich und meine Videos und unterstellt mir, dass ich sie nur kritisiere, um mit meinen Videos dann wiederum Geld zu verdienen. Hä? Moment mal gerade, ein YouTuber, der mit seinen Videos Geld verdienen möchte? Nö, fällt mir jetzt spontan keiner ein. Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Unter anderem schreibt sie nämlich, wir leben im postfaktischen Zeitalter. Kaum hast du das Handy auf, wirst du zugedröhnt mit Propaganda, Werbung, vermeintlichen Normen und das in einer Kultur der Empörung. Okay, okay, also ich glaube, bei diesem Take war die gute Frau wohl ein bisschen dehydriert, weil anders kann ich mir diese Aussagen nun wirklich nicht vorstellen. Moment mal. Ich hab da was für euch. Denn Achtung, Achtung, Leute, ihr werdet jetzt mal wieder komplett für meine Zwecke instrumentalisiert und ausgenutzt. Es war doch nur ein Witz. So etwas wie Witze gibt es nicht mehr. Ja, wir leben in der Nachwitzzeit. Es gibt nämlich die neuen Holy Hydrations, die voller hochwertiger Mineralien und Elektrolyte sind, um dich mit dem Wichtigsten zu versorgen. Damit jeder von euch ein Stück wissenschaftlicher sprechen kann als die Wissenschaftlerin selbst. Neu dabei sind die Tastes Ananas, Kokos und mein aktueller Lieblingstaste, nämlich Sour Cherry, die ihr alle mal dringend probieren sollt. Und falls ihr Holy noch gar nicht kennt, empfehle ich euch die Probierpakete. Da gibt es nämlich entweder Energies, Hydrations oder Eistees. Oder ihr nehmt euch direkt das Vorteilspack, wo ihr euch ganz einfach mal durchtasten könnt. Das Gute besonders an den Energies ist nämlich, dass da kein Bullshit drin ist wie Zucker oder Taurin, dich auf der anderen Seite aber trotzdem den ganzen Tag mit Energie versorgen kann. Mein Geheimtipp ist immer noch der Kiwi Komodo, der eine absolute 10 von 10 ist. Also den müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Wenn du dich also auch der Holy Squad anschließen möchtest, dann nutzt gerne dabei meine Codes, denn mit Kevin5 sparst du aktuell 5€ und mit KevinITS 10% auf die gesamte Bestellung. Gut hydriert geht's nämlich jetzt ab ins Video, denn dafür braucht ihr wirklich ein bisschen Energie. Na, wer hat's gemerkt? In der Holy-Werbung war ein 10€ Holy-Gutschein zusätzlich versteckt, also gönnt euch. So, meine Freunde, also bevor mein letztes Video über die Wissenschaftlerin überhaupt live gegangen ist, meldete sie sich persönlich über Instagram und wandte ein paar liebevolle Worte direkt an mich. Und zwar folgende. Guten Morgen, ich bin noch gar nicht wach genug, um überhaupt irgendwas zu machen. Aber Kevin legt wieder los. Diesmal bin ich auf YouTube. Das war nicht clever. Das war nicht clever, Kevin.
Nicht so clever. Also bevor mein eigentliches Video überhaupt live war, drohte sie mir schon. Ganz die Alte also. Ich zittere schon vor Angst. Aber kurz zur Erklärung. Meine Videos stelle ich meist als Premiere ein. Das heißt, man sieht einige Stunden vorher schon das Thumbnail und kann das Thema erahnen, weiß aber noch nichts Genaueres. Also ohne meinen Inhalt oder meine Kritik überhaupt zur Kenntnis genommen zu haben, polterte die Wissenschaftlerin auf Instagram schon wild um sich. Außerdem versuchte sie mich ganz klar unter Druck zu setzen. Vielleicht mit der Annahme, ich würde das Video dann eventuell nicht veröffentlichen. Denn wer vor Veröffentlichung eines Videos schon auf Instagram propagandiert, dass ich der Lügner sei und dass ich falsche Aussagen tätigen würde, der hat scheinbar ja wirklich was zu verbergen. Zum Sachverhalt. Internetmobbing ist strafbar. Falsche Tatsachenbehauptungen sind strafbar. Genauso wie es strafbar ist, Bilder zu verwenden, die man selber nicht geschossen hat, selbst wenn man nicht den Namen nennt. Vor allen Dingen nicht, wenn es Arbeitgeberbilder sind. Ja, coole Story auf jeden Fall. Und da sie irgendwie gemerkt hat, dass ich mich nicht von ihr einschüchtern ließ, hat sie es nochmal ein bisschen anders versucht. Bitteschön. Und ich kann nur hinweisen darauf, wie teuer Medienanwälte sind, wie teuer Abmahnverfahren sind. Wirklich, in der Sache kritisiert doch, was ihr wollt. Man entkommt der Strafe erstmal, wenn der anklagt, länger als ein halbes Jahr braucht, um die Adresse rauszubekommen. Aber dieser Tag... Ja, richtig gehört. Der Tag ist nicht heute und kurzer Spoiler, er wird auch nicht morgen sein. Bevor hier überhaupt irgendein Video veröffentlicht worden ist und ich irgendeine Aussage überhaupt getätigt habe, drohte sie mir mit Anwälten und vor allen Dingen damit, dass sie genau weiß, was sie auf einen Antrag schreiben muss. Ey, sag mal, geht's noch? Mit dem Verwenden von Bildern meinte sie wahrscheinlich übrigens das Thumbnail, was man dann vermeintlich abmahnen könnte. Thumbnails abmahnen, ich weiß auch nicht, irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Ups. Ich hab's euch beim letzten Mal schon gesagt. Irgendwie wird sie zu Pflegeschuljoka. Die Aussage, dass sie meine Adresse ja sehr schnell herausfinden kann, ist übrigens auch eine wilde Drohung. Übrigens auch lustig, weil eigentlich kennt sie meine Adresse sogar. Denn wie ich euch im letzten Video ja auch bereits gesagt habe, hatte sie mich in der Vergangenheit schon wegen Verleumdung angezeigt, also weiß sie einfach ganz genau, wo ich wohne. Das Verfahren wurde übrigens sofort eingestellt, weil Frau Wissenschaftlerin absolut gar keine Belege für ihre These hatte. Wahrscheinlich genau wie damals bei der Masterarbeit, oder? Schade aber auch. Es ist übrigens eine sehr bekannte Masche von ihr, alles und jeden zu diffamieren, der sich ihr in den Weg stellt oder der sie in irgendeiner Art und Weise kritisiert. Auch das kennen wir schon vom ersten Video. Aber es ist auffällig, dass diese Scheiße, die wirklich strunzblöd ist, immer nur aus der Altenpflege kommt. Dumme, peinliche Videos, meistens Altenpflege, Langzeiteinrichtungen. Und wer es nicht gesehen hat, macht euch einfach ein eigenes Bild. Ich markiere euch das hier oben irgendwo in der Infobox, aber Vorsicht, Kopfschmerzgefahr. Sie veröffentlichte nämlich zu ihren wilden Insta-Stories noch einen Beitrag, in dem es unter anderem wie folgt heißt. Wir leben im postfaktischen Zeitalter. Kaum hast du das Handy auf, wirst du zugedröhnt mit Propaganda, Werbung, vermeintlichen Normen und das in einer Kultur der Empörung. Es gibt Leute, die verdienen mit Empörung Geld. Die vermeintlichen Skandale sind am Ende keine. Statt dich zu empören, google mal Influencer und ich bin mir sicher, du merkst schnell, dass du gezielt verwirrt wurdest, um Werbung schalten zu können. Ihr merkt, sie will meine Kritik direkt als Propaganda frame, damit ich als YouTuber noch mehr Geld verdienen kann. Habt ihr schon Holy bestellt eigentlich? Weiter schreibt sie, es tut mir leid, dass dich jemand so auf die Palme gebracht hat, aber damit müssen wir in diesen Zeiten leider umgehen lernen. Nur... Auf dieser Palme bist du nicht wegen mir, sondern weil man mit Empörung Werbung machen kann und viel verdient. Ich sehe das als Instrumentalisierung der Pflegenden für Likes und Werbung. Da geht es nicht um Pflege, da geht es um Kohle. Deine Kohle. Und jetzt mal ernsthaft, wie kann man denn in einem Instagram-Beitrag so oft Werbung, Kohle und Geld erwähnen? Also, da weiß man sofort, in welche Richtung das geht. Und am Ende des Beitrags darf selbstverständlich die eigene Werbung nicht fehlen. Ja, nee, ist klar. Aber klar, ich instrumentalisiere euch, um noch mehr Geld zu verdienen. Wer kennt's nicht. Und jetzt wird's aber Zeit, euch Holy zu gönnen. Ich mein's ernst. Nee, Spaß beiseite. Also, what the f***? Das ist übrigens sehr interessant, dass sie von Instrumentalisierung spricht, weil auch das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und da würde ich sagen, schauen wir doch mal kurz ins Video, oder? Bezüglich der Videos, ich habe nächste Woche ein Date mit Frau Moll. Ja, und diese Frau Moll ist, wie ich euch im letzten Video erzählt habe, Abgeordnete der SPD und zuständige Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Und das wäre doch jetzt irgendwie total blöd, wenn die Wissenschaftlerin eine hochrangige deutsche Politikerin instrumentalisiert hat, um sich selbst glaubwürdiger dastehen zu lassen, oder? Naja, also habe ich der Bundesregierung
Bundesregierung einfach mal geschrieben und ganz einfach mal nachgefragt. Wie denn die Kollegen der Politik dazu stehen, dass sie so eine Diffamierung der Altenpflege zulassen? Die Antwort kam übrigens sofort. Ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit als Pflegebevollmächtigte ist der regelmäßige Austausch mit unterschiedlichen Akteuren der Pflegeszene. Dazu gehören Personen aus der Berufsgruppe, aber auch die pflegebedürftigen Menschen selbst und ihre Angehörigen. Mit der von Ihnen genannten Pflegewissenschaftlerin gab es zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit. Ich verurteile polemisierende Äußerungen zutiefst, mit denen einzelne Berufsgruppen diffamiert werden. Na hör mal, es gab von Claudia Moll nie eine Zusammenarbeit mit der Pflegewissenschaftlerin? Tja, das ist aber schneller gealtert als richtig alte Milch. Und imagine, du wirfst mir vor, meine Zuschauer zu instrumentalisieren, instrumentalisierst aber auf der anderen Seite einfach eine ganze politische Instanz, die dir dann aufgrund deiner dummen Aussagen in den Rücken fallen muss. Alter, Best Friends, würde ich sagen. Und wenn ihr jetzt denkt, es könnte nicht schlimmer werden, schnallt euch bitte nochmal an, weil jetzt wird's richtig peinlich. Es ist nämlich leider auch der Fall, dass sie nicht nur andere Menschen instrumentalisiert, also genau das, was sie mir vorwirft, sondern sich auch immer wieder auf den Feminismus bezieht. Also erst die Thumbnails abmahnen wollen, sich dann auf der anderen Seite noch auf Feminismus beziehen. Ja, ich weiß nicht, das kommt mir alles immer so bekannt vor. Ups. Und auch auf Instagram diffamiert sie alles und jeden, der sie kritisiert. Und dabei bringt sie noch relativ weirde Takes. Wir schauen einmal rein. Und ich persönlich glaube, dass es einen besonderen Ort in der Hölle gibt. Für Frauen, die anderen Frauen, die was erreicht haben, vor allen Dingen für diese Berufsgruppe, ein Bein stellen wollen. Okay, wenn man die heilige Frau angreift, kommt man also in die Hölle. Ist da noch ein Platz für mich frei eigentlich? Das ist Wahnsinn. Sie als bekennende Feministin hat übrigens hinsichtlich des Feminismus ihre ganz eigene Meinung und da müssen wir jetzt mal reinhören. Ich habe eine ganz betrübliche Mitteilung für dich. Feminismus, da steckt das Wort Femina, Frau, schon drin. Und da sind zwei Dinge, die aufpoppen. Es beschränkt sich nur auf Frauen. Und fremde Frauen im Internet gehen dich nichts an. Es gibt keinen toxischen Feminismus. Es gibt nur toxische Männlichkeit, die mit Feminismus nicht klarkommt. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meiner umstrittenen Videoreihe Die Zerstörung des Feminismus. Und natürlich betrifft Feminismus auch Männer. Es sollte die ganze Gesellschaft betreffen und nicht systemisch einen Teil der Gesellschaft ausschließen. Junge, Junge, Junge. Es gibt also auch keinen toxischen Feminismus, sondern nur toxische Männlichkeit. Junge, die Frau ist so durch, ernsthaft. Da sie sich aber von allen Seiten total missverstanden fühlt, da ich als toxischer, weißer Cis-Mann sie kritisiere, fügt sie noch folgenden Vorschlag hinzu. Ich glaube, es wird Zeit. Für einen Ethikartikel. Für den internationalen. Naja, also überzeugt von sich ist sie ja schon, wenn sie direkt von einem internationalen Artikel spricht. Moment mal, kleiner Tipp, vielleicht solltest du dich erstmal darum kümmern, dass man dich auf nationaler politischer Ebene überhaupt ernst nimmt, weil da gab es wohl auch diverse Differenzen. Auch diese Aussage ist jetzt hinsichtlich ihres letzten Takes nicht so ganz gut gealtert. Im letzten Video meinte sie nämlich ernsthaft Folgendes. Du sorgst da für dich, ich sorge für politische Arbeit. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich draußen in der Welt ernsthafter wahrgenommen werde. Ja, ja, wie ernst du genommen worden bist, das habe ich schon gelesen, ist klar. Ihre Aussagen sind und bleiben einfach skandalös. Eine ganze Berufsgruppe als strunzdumm darzustellen, wird auch nicht besser, wenn sie ständig pöbelt und uns diffamieren möchte. Es ist einfach so eine Doppelmoral, mich wegen Thumbnails verklagen zu wollen, aber zeitgleich im eigenen Blog private DMs und meine Bilder zu veröffentlichen. Diesen Blog hat sie nach meinen Videos übrigens ganz urplötzlich bearbeitet, obwohl das jahrelang live war. Aber ich habe alles auf meiner Festplatte gesichert, also falls da eine Klage kommen sollte, kriegst du postwendend meine Klage zurück. Das ist Ehrensache. Wahrscheinlich hat ihr Anwalt ihr das auch selbst mitgeteilt, weil bis heute tatsächlich nichts in meinem Briefkasten war. Obwohl sie nachweislich meine Adresse hat. Sie ist der Inbegriff des Sprichworts, Hunde, die bellen, beißen nicht. Vergesst abschließend nicht, euch instrumentalisieren zu lassen und kauft euch über meine Codes bei Holy, damit ihr ausreichend hydriert seid und nicht so einen Stuss erzählt wie diese Wissenschaftlerin. Übrigens, falls sich einer wundert, nein, sie ist keine Professorin, das war irgendwie eine Fehlinformation, beruhigt mich aber sehr. Was sagt ihr zu dem Thema? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Es gibt nur toxische Männlichkeit, die mit Feminismus nicht klarkommt. Ups.